Isarstraße ist eine der Hauptverkehrsstraßen der Stadt Freising. Durch den innerstädtischen Ausbau des Radwegenetzes verbessert sich die Verkehrssicherheit signifikant. Im Mobilitätskonzept der Stadt Freising wird die Isarstraße als hochbelastet eingestuft. Für die schmalen Radwege fehlt hier noch der Schutzstreifen. Radfahren ist hier somit sehr gefährlich. Durch die Baumaßnahme, die aktuell läuft, wird das aber geändert. Stefan, was war der Grund, um hier das Produkt Holbach drin zu nutzen in dieses Objekt? Vordringliches Ziel der Maßnahme war ja die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Also den Radverkehr von der Straße weg auf die Kappe zu schaffen. Magdalena, unsere Produkte werden ja aus recyceltem Material hergestellt. Hatte das Entscheidungseinfluss bei der Wahl der Linienentwässerung? Ja, selbstverständlich. Für uns und für die Stadt Freising ist es sehr wichtig, nachhaltig zu planen und zu bauen. Deshalb war die Nachhaltigkeit dieses Produkts sehr wohl Entscheidungsträger. Magdalena, was war der technische Hintergrund hier, um auf dieses Objekt Holbachrinne anzuwenden? Das liegt daran, dass an der bestehenden Brücke schon sehr starke Korrosionsschäden an den bestehenden Brückenabläufen aufgetreten sind und diese deshalb verschlossen werden sollten.